Hallo Freunde. So, das ist erstmal so ein Blick über mein bisheriges oder sagen wir mal neues Domizil. Ich bin ja immer noch relativ neu hier. Das ist sozusagen der Hobbyraum. Naja, die Kinder haben sich eine Modelleisenbahn gewünscht und nun ist der Papa am Bauen, wenn sie denn hier mal zu Besuch kommen. Das ist übrigens in so einem Raum gar nicht mal so einfach, eine Modelleisenbahn unterzubringen, wenn die Radien halbwegs, sage ich jetzt mal, vorbildgerecht sein sollen und die Züge sich nicht durch so eine engen Industrieradien quälen sollen. R3, wem das was sagt oder so. Deswegen ist jetzt angedacht, dort hinten zwei kleine Bohrungen durch die Trockenbauwand in so ein ungenutztes Zimmerchen und dort kann man dann hier R6 um den Kreis quälen. Das ist auch für die Betriebssicherheit besser, wenn die langen Züge, naja, sich nicht so quälen müssen, zwecks Entgleisung und ähnliches. Jo. No. Und dann ist hier der Arbeitsplatz. Dort kann nach Herzenslust gebastelt werden. Unten drunter hat auch noch was Platz. Oben drüber kann man dann gleich diverse Loks und Wagen zur Probefahrt einladen. Jetzt wird nur probiert, naja, bei dem Schienenmaterial habe ich jetzt massiv sortiert. Da war ja aus jedem Dorf ein Hund und naja, es ist alles noch nicht so, wie es sein soll. Wer sich jetzt amüsiert, der Unterbau ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und naja, dass das hier vorm Fenster lang geht, ist auch ein bisschen blöd, aber das ist die längste Seite vom Raum. Und wenn man einen halbwegs normalen Bahnhof unterbringen möchte, naja, vorbildgerecht sollte man schon oberhalb 3,50 Meter einplanen. Ne? Plus natürlich noch diverse Halbkreise zum, naja, abbiegen, sag ich jetzt mal. Das muss ja alles seinen Platz finden. Ne? Das ist jetzt, sag ich jetzt mal, halbwegs ein großer Radius. Naja, da jetzt angefangen zu experimentieren. Das mittlere Teilstück, wem das was sagt, das war mal das bekannte John Allen Rangierspiel, was dann in der MIBA veröffentlicht wurde. Ist ja inzwischen bestimmt auch schon da 15 Jahre her oder 10 Jahre. Ich tippe mal eher so auf oberhalb 15. Das war eigentlich so ein Rangierspiel gewesen, wo ich nur eine Weichenverbindung, nämlich die da hinten, durch eine Kreuzungsweiche ersetzt habe, um ein bisschen mehr Rangierspaß zu bekommen. Und dann habe ich doch damals auch Spaß gebaut. Das war eigentlich das Einzige, was halbwegs fertiggestellt wurde vor dem großen Umzug damals. Naja, das ist halt ein bisschen gealtert. Und jetzt versuche ich gerade alles wieder herzurichten. Die Lampen sind halt ramponiert, teilweise kaputt. Ja. Das sind halt Umzüge. Naja. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal in einem älteren Video veröffentlicht. No, kann man mal schauen. Und damals eben so gewesen, dass man die Weichen von hier unten schaltet mit kleinen Mikroschaltern. Hier vorne sollte noch eine Blende ran. Die wird jetzt nachgeholt. Irgendwann. Jo, und dann sah eigentlich alles halbwegs. Naja, sah ich jetzt mal ein bisschen vorbildgetreu verschmutzt aus. Also neue Plastikhäuser sind nicht so interessant in meinen Augen. Viel von Auhagen. No. Das war jetzt eigentlich das, was ich mal kurz zeigen wollte. Da habe ich da ein bisschen das Rollmaterial überprüft, was noch vorhanden ist und was natürlich verschollen ist. Naja. Hier hinten sieht es noch wüst aus in der Ecke. Eine Schlafcouch soll ja auch noch integriert werden. Jedenfalls kommt da hinten noch ein Modul bis an die Wand. Ein bisschen Bahnhof dargestellt. Vielleicht ein kleines Betriebswerk, irgendwas in die Richtung. Und dann glaube ich noch eine Strecke an der Schräge entlang. Das wird nicht einfach. Bis darüber. Und dann soll dort wieder mal so ein kleiner Wanddurchbruch. Und dort hinten ist so viel Platz, dass der komplette Kreis zum Wenden im nächsten kleinen Kämmerchen Platz haben wird. Ja, das ist so ein kleines Ankleidezimmer, was zurzeit noch wüst ist. Und
Ja. Und jedenfalls sollen da noch diverse Schränke Platz finden. Naja, so ist eben die Baustelle alles noch ein bisschen wüst. Viel wurde schon beräumt. Und der gute alte gammlige Schreibtisch, der hat seinen Platz gefunden hier unten. Oh, kühle Getränke gab es natürlich am späten Abend auch noch. Und ja, kleine Probefahrten haben auch schon stattgefunden. Das ist, ja, naja. Hier muss natürlich noch die Lücke aufgefüllt werden. Da wurde ein Kühlschrank recycelt. Ja, und dann wird halt versucht, einen halbwegs glaubwürdigen Gleisplan zu entwerfen. Ich denke mir mal, es wird wohl bei einer eingleisigen Strecke bleiben. Hier vorne diverse Probiergleise werden vielleicht so als Abstellgruppe getarnt, keine Ahnung. Wobei die Gleislänge überschaubar ist. Also hier ist mal probeweise ein halbwegs glaubwürdiger Personenschnellzug aufgestellt. Leute, 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 das ist alles dann auf einmal gar nicht mehr so groß, wenn man sich mal die Größenverhältnisse zu Gemüte führt. Aber auch hier sollen wenigstens drei Gleise Platz finden, um mal zwei, drei kleine Züge abzustellen. Naja, das ist alles noch in Planung. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse, danke fürs Like oder schimpft oder hatet. Das ist jetzt mal die Kollegen, die sich mehr so für Modellbau interessieren. Ich habe auch noch einen Karton gefunden mit Militärmodellbau 1 zu 35. Die werde ich dann mal gemütlich vorstellen. Ja, und dann kann man sich jetzt mal so ungefähr vorstellen, hier oben wollen wir damit die Kinder ein bisschen Spaß haben. Aber auch die Erwachsenen können sich hier mit einem kalten Getränk mit dazusetzen. Und schön ein bisschen quatschen, sabbeln und dabei einen schönen Zug fahren lassen. Wobei ich sagen muss, dass das letzte Fahrzeug, was ich gekauft habe, bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her ist. Wenn man eine Familie gründet, naja, dann ist das nicht mehr so. Und ich hatte ja viele Hobbys, ich gebe es zu. Damals habe ich ganz gut verdient als Handwerker. Aber wenn man sich mal überlegt, dass so ein blöder Personenwagen schon mal, weiß ich nicht, 40, 50 Euro kosten kann heutzutage. Ich weiß gar nicht warum. Wegen dem Plaster wahrscheinlich, ne? Und dann kauft man noch einen Beleuchtungssatz dazu. Leute, Leute, diverse Schienenschleifer müssen angeschafft, Radschleifer müssen dazu noch gekauft werden. Dann kaufst du noch mal Kupplungen, weil natürlich bloß eine einfache Hakenkupplung dran, Bügelkupplung dran ist. Ey, was kaufst du noch? Vielleicht werden noch ein paar Pufferspeicher angeschafft. Dann, ja, im Nachhinein dann doch wieder eine stromführende Kupplung hat sich in meinen Augen mehr bewährt. Also da oben die V200, würde ich sagen. Hier ist natürlich bundesdeutsch, aber ich sag mal so, das war damals ein Geschenk. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist eigentlich das mehr oder wenig einzige Modelleisenbahngeschenk, was ich mal von meinen Eltern bekommen habe. Ja, das ist bestimmt schon von 1990, würde ich stark behaupten. 89, 90. Jetzt könnt ihr mir überlegen, das Ding fährt noch, ne? Jedenfalls habe ich das Dings auf stromführende Kupplung umgerüstet. Auf der einen Seite. Die Bügelkupplung ist immer noch dran auf der anderen Seite. Aber eigentlich sollen später mal die Loks alle nur in einer Richtung unterwegs sein. Und deswegen wird dann vorne eine Kupplung weggelassen. Und vorbildgerecht ist dann halt eine geschlossene Pufferbohle dran mit Originalkupplung irgendwas. Ja, und dann kommt der Saft für die beleuchteten Wagen eigentlich von der Lok. Und zwar hat das auch gut funktioniert. Ich habe es schon getestet. Wobei ich immer noch mit diesem uralten Pico Trafo hantiere. Das war damals mit bei der Erstausstattung dabei. Das nutze ich als Lichtstromquelle für die LEDs. Bin ich auch gerade am Testen. Soll natürlich noch alles schön versteckt werden. Die Digitalkomponenten haben sich nicht wieder alle angefunden.
Das ist so, wenn man eine Freundin hat, wo die Familie unbedingt beim Aufräumen helfen will und man mehrmals sagt, dass man zum Beispiel die Infrarotfernbedienung noch braucht. Ja, und dann hinterher sind sie trotzdem weg, ne? Ich meine damit die von Pico. Da hatte ich zwei. Damit zwei Personen halt fahren, spielen können. Spielen ist verpönt, ich weiß. Dann hatte ich noch von Uhlenbrock auch solch eine Fernbedienung, die optisch genauso aussah, die war halt nur schwarz. Und damit konnte man das Analog-Trafo dann steuern. Das war so ein Modul, das wurde zwischengeschalten. Ob das noch da ist, weiß ich gar nicht. Das muss ich auch noch suchen, aber es ist eigentlich, was nicht vorher abhanden gekommen ist durch die Ex-Frau, wurde durch die Aufräumwut. Naja, ich meine, ich werfe doch erstmal nicht technische Geräte weg, ne? Also ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Aber für was man sich nicht interessiert, wird dann als unnütz eingestuft. Naja. Okay, da hinten ist noch das allerkleinste Pico-Trafo, was ich noch habe. Das kannst du eigentlich nur nehmen, wenn du einen winzigen Kreis hast. Das ist auch in meinen Augen, hat das keine große Leistung, also Schnellzugloks fahren da nicht mehr ganz so schnell. Aber es funktioniert. Seltsamerweise funktionieren die alten Sachen sehr lange. Da unten drunter, das ist das Schwarze, das ist ein, na, Trafo für eine sogenannte Autorennbahn. Und hat zwei Ausgänge, die man getrennt steuern kann. Die Fahrtrichtung kannst du nur umschalten durch so einen doppelpoligen Umschalter. Aber damit hatte ich früher eine Automatikstrecke, eine doppelgleisige, eine große. Und da wurde ja nicht rangiert, da fuhr man sozusagen mit reduzierter Festspannung. Dafür ist so ein Trafo eigentlich optimal. Jo. Aber früher hatte ich eben in dem Sinne auch bloß eine Probieranlage, eine relativ große, die nicht großartig ausgestaltet war. Ja, das daneben, das ist zum Beispiel dieses Trafo für die Digitalbahn. Also das hat überlebt, komischerweise. Aber es fehlen diese kleinen. Da war keine richtige Zentrale mit bei. Sondern ich erinnere mich, da gab es noch diese kleinen Infrarotempfänger und das war's. Also so richtig, na, ich muss noch mal recherchieren. Jo, das war erstmal das. Wie gesagt, ziemlich viel Pico-Material. Sachsenmodelle, diverse Wagen zumindest. Dann, ja, bisschen Rocco, Fleischmann. Fleischmann eigentlich bloß die eine Lok da oben. Und da, was man halt günstig gekriegt hat. Hier ist noch nicht alles. Aber eben sehr viel Pico, damit war ich sehr zufrieden, besonders mit digital. Ne? Da will ich auch gar nicht maulen. Ja. Das ist wieder diese automatische Fokus Zoom-Funktion. Na gut, hören wir auf zu sabbeln, will ich nicht weiter stören. Danke fürs Zuschauen und danke für die Kommentare. Ne? Tschüss, Freunde.